des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, liebe Freunde, Zuhörer, Zuseher, vor ca. 15 Jahren, haben die Jesuiten in Wien im ersten Bezirk einen Teil ihrer Bibliothek aufgelöst und eben eine Reihe von wirklich kostbaren Büchern auf den Flohmarkt gegeben. Und zufälligerweise konnte ich einige gute Bücher da erwerben. Und unter anderem bin ich auf einen großen geistlichen Autor gestoßen, auf Pater Frederick William Faber, Doktor der Theologie und Superior des Oratoriums des heiligen Philipp Neri in London in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ich konnte da eine Reihe von Büchern dieses großen Geistlichen erwerben und habe diese Bücher wirklich sehr zu schätzen gelernt für mein eigenes geistliches Leben. Ich bringe sie auch gerne bei vielen Gelegenheiten unseren Gläubigen näher. Und so möchte ich heute aus dem Buch Der Fortschritt der Seele im geistlichen Leben von Pater Faber eine kurze Abhandlung über das Gebet, über das Gebetsleben Ihnen vortragen als geistliche Lesung. Vom Gebet. Das geistliche Leben unterscheidet sich wesentlich von dem weltlichen Leben und der Unterschied kommt vom Gebet. Wenn die Gnade den Menschen antreibt, sich dem Gebet hinzugeben, so erlangt er nach und nach die Kraft des Gebetes. Und das Gebet macht einen neuen Menschen aus ihm. Und er wird so vollkommen überzeugt, dass sein Leben Gebet ist, dass er am Ende immer betet. Sein Leben selbst wird ein einziges, ununterbrochenes Gebet. Ununterbrochen, weil es nicht ganz oder auch nur zum Teil in den Methoden des innerlichen oder in den Formeln des mündlichen Gebetes besteht, sondern es ist eine Stimmung und Richtung des Herzens, wodurch all sein Tun und Leiden ein lebendiges Gebet wird. Das Leben des Gebetes, welches ein unterscheidendes Zeichen des übernatürlichen Menschen ist, besteht also darin, alle Zeit zu beten. Aber was heißt alle Zeit beten? Was meinte unser Herr damit? Alle Zeit beten heißt, immer da den süßen Drang des Gebetes und den Hunger danach empfinden. Die Gnade wird im Gebete handgreiflich empfunden und berührt. Die eigentümliche Prüfung bei harter Arbeit ist, dass sie uns so sehr vom Gebet abhält und die Blüte unserer Kraft hinwegnimmt, ehe wir Zeit haben zum Gebet. Und physische Kraft ist sehr notwendig, um recht zu beten. Infolge dieses Zuges zum Gebete erlangen wir die Gewohnheit desselben, indem wir bestimmte Zeiten dafür haben. Mag es nun ein innerliches oder ein mündliches Gebet sein. Ich behaupte damit nicht, dass eine bloße Gewohnheit zu beten jeden zu einem Manne des Gebetes mache. Aber Gott wird sein Feuer nicht senden, wenn wir nicht zuerst das Opfer bereithalten. Wir müssen auch das Stoßgebet üben und einige bestimmte Stoßgebete haben. Auch untertags häufig von freien Stücken Seufzer zum Himmel richten, aus der Fülle unseres Herzens. Überdies
geht aus dem Gebete ein gewisses Streben der Seele zu Gott hin hervor, welches aus der Liebe entspringt und aus der Übung der göttlichen Gegenwart und von der Fürbitte zur Danksagung, von der Danksagung zum Lob, vom Lob zur Bitte übergeht. Je nachdem die Stimmungen unserer Seele wechseln, ohne dass es uns irgend Mühe kostet oder dass wir ein Bewusstsein davon haben, was in uns vorgeht. Allzeit beten heißt ferner, häufig unsere Akte der reinen Absicht, alles zur Ehre Gottes zu tun, erneuern und so unsere Handlungen, unsere Unterhaltungen, unser Sinnen und Trachten mit dem Leben des Gebetes beseelen. Dies heißt allzeit beten. Seht nun, was daraus hervorgeht. In was für einen übernatürlichen Zustand wird dadurch der Mensch versetzt? Er lebt in einer ganz anderen Welt als andere Menschen. Seine Umgebung ist nicht dieselbe wie die ihrige. Gott, Jesus, Maria, die Engel und Heiligen sind seine vertrauten Freunde. Sie geben seiner Seele ihre ganze Richtung und beherrschen oft selbst den Ausdruck seiner Gedanken. Er hat nicht dieselben Interessen, Hoffnungen und Absichten wie andere Menschen. Wenn er etwas tun will, geht er in einer von anderen verschiedenen Weise zu Werke. Und seine Freude über den Erfolg zeigt sich nicht wie die ihrige. In nichts steht er in der Tat den Weltmenschen so ferne, als im Genuss eines rein übernatürlichen Erfolges, erfüllt mit dem himmlischen Geist der Menschwerdung. Seine Ansichten von der Welt sind seltsam, obgleich klar und bestimmt, weil er die Welt mit dem Auge der Kirche ansieht und über die Beziehungen und Entfernungen der Dinge urteilt, je nachdem sie sich um den Mittelpunkt des Glaubens reihen. Seine Neigungen ändern sich so, dass er sogar von denen, die ihm nahestehen, als ein Mensch betrachtet wird, auf den nichts einen Eindruck macht, und von denen, die ihm ferne sind, als ein kaltes Herz ohne alle natürlichen Gemütsbewegungen und ohne die starken Gefühle der Verwandtschaft und Freundschaft. Überdies ist die Stimmung der Ruhe, welche das Gebet erzeugt, dem Erfolg und Fortschritt der weltlichen Sinne des Wortes ungünstig, weil sie dem eifrigen Verlangen und dem rastlosen Streben danach in den Weg tritt. Dieser Einfluss des Gebetes zeigt sich in den Meinungen und Urteilen des Menschen über andere und seiner Schätzung der Dinge. Er wird in seiner Sprache gehört, in seiner Ruhe gesehen, in seinem Verkehre mit anderen leicht erkannt und ist die wahre Ursache seines zuweilen scheinbaren Mangels an Mitgefühl für andere. So ist ein Mensch beschaffen, dessen Fähigkeiten und Neigungen in gewissem Grade sogar seine Sinne vom Geiste des Gebetes beherrscht werden. Man sollte glauben, ein solcher Geist werde die Menschen dadurch seine Gnadenfülle anziehen, wie die Gegenwart eines Engels. Aber es ist nicht so, weil seine Schönheit ein geistliches Auge verlangt, um sie zu erkennen. In den Augen der Welt hat ein solcher Mensch die ganze Sonderbarkeit und die gezwungenen Manieren eines Fremden, was er in der Tat auch ist. Dennoch lässt er im Geist der anderen einen Eindruck zurück, der nicht erlöscht, wie das heilige Sakrament so oft auf Protestanten einen Eindruck macht, wenn sie unvermerkt in seine Gegenwart gekommen sind.
Es ist die Art Gottes und der Dinge Gottes, Nachgedanken in der Seele zu erwecken. Das wichtigste Geschäft des inneren Lebens ist das innerliche Gebet. Liebe Gläubige, ich möchte diesen ersten Teil jetzt hier abschließen, dieser Lesung, und kurz kommentieren. Wir sehen, dass das Gebet eben der persönliche Umgang mit dem lieben Gott ist und dass uns das Gebet zu übernatürlichen Menschen macht, die für unsere Mitmenschen, die völlig in der Welt aufgehen und die Übernatürlichkeit bewusst oder unbewusst ablehnen, von sich wegschieben, dass für die wir oft unverständlich sind, auch in vielen Reaktionen, weil wir eben uns alle dank des übernatürlichen Lebens mit der Gnade Gottes eben in die übernatürlichen Tiefen begeben dürfen. Das ist eine Gnade, die unverdiente Gnade. Und dass wir vieles in der Welt durch das Gebet anders sehen. Eben beginnen auch mit den Augen Gottes zu sehen. Wir sehen etwa die Vergänglichkeit, die Oberflächlichkeit des Irdischen. Ja, wir sehen gerade auch die Oberflächlichkeit einer rein irdischen, scheinbaren Liebe mit all ihren Höflichkeitsfloskeln, die schon alle gut und notwendig sind und man auch braucht im zwischenmenschlichen Umgang. Der Autor verurteilt das ja nicht, in keinster Weise. Wir brauchen das. Es gehört auch dazu, dass man das erlernt. Aber man darf nicht bei jener natürlichen Ebene stehen bleiben. Das christliche Leben ist viel, viel mehr. Das christliche Leben ist beides. Es ist das natürliche Leben, dass man trachtet zu vervollkommnen. Und es ist aber auch sehr wesentlich das übernatürliche Leben. Und beides durchdringt einander. Das natürliche Leben ist sehr wohl Thema unseres übernatürlichen Lebens. Und unser übernatürliches Leben, unsere Vereinigung mit Gott, gerade durch das Gebet, das wird dazu führen, dass wir auch ein rechtes, gottwohlgefälliges natürliches Leben führen können, dass wir wahre Fortschritte machen in der Nächstenliebe, dass wir vor Augen haben, wie wertvoll gerade das Sprechen mit Gott über unsere Nächsten wirksam und wertvoll ist, um ihnen zu helfen. Die Übernatürlichkeit wird uns erst zu Recht veredeln, uns zu guten, besseren Menschen machen, die den Willen Gottes nicht nur kennen, sondern auch dank der Gnade Gottes voll erkennen und befolgen. Das wichtigste Geschäft des inneren Lebens, das ist eben das Gebet. Beten wir. Vertiefen wir unser Gebetsleben. Gehen wir doch auch einmal zum Priester, um über unser Gebetsleben zu sprechen, wie es uns geht. Das ist ein wesentlicher Bereich der Seelenführung, der geistlichen Leitung. Lassen wir uns helfen bei unserem Aufstieg hin zum lieben Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Sie.